Ja, doch, tatsächlich. Mit den Steinziegeln und die Cobblestone, das sieht echt geil aus. Da bin ich einfach zu unkreativ, mir was Neues auszudenken. Das mache ich immer so. Hast du noch welche? Steinziegel jetzt nicht mehr, nein. Da habe ich jetzt ja, verlegt. Oh, hier den Rest, den ich jetzt noch da habe, eben einmal zu. Ganz genau. Hier, wo die Treppe runter geht, müssen wir sowieso gucken, wie wir das denn hier auskleiden. Boah. Einfach auflassen. No, no. So, wie war das mit den Früchteaufteilungen nochmal? Wir haben jetzt zwei Nein, nein, Kisten. nein. In der einen Kiste, da waren die Früchte drin, die du nur noch entweder essen oder für Gerichte verarbeiten kannst. Und in der anderen Kiste sind die Früchte, die du einpflanzen kannst. Ja, okay. Also die Kiste, wo auch die ganzen Samen drin sind, da sind die Pflanzen drin, die du direkt auch einpflanzen kannst, wieder genau. Also einen Apfel kann ich nicht pflanzen, aber da sind auch die Tomaten drin und der Mais. Ja, Tomaten und Mais kannst du ja auch so essen. Ja, es ging um das Anpflanzen können oder Das klappt, Das glaube ich, klappt, nicht. Das stimmt. kannst du nicht aufteilen. Ja, Ja, ich habe ja jetzt doch, mal, ich hab jetzt mal alle Samen zusammengetragen, also alles, was Getreide ist, damit man das mal trennen kann. Und bei den Sachen würde ich dann Obst und Gemüse trennen, dann hätte man, weil sonst ist es zu viel. Na. Ja. So, auf welchem Material besteht denn jetzt hier dieses weiße Gebäude? Da sieht mir aus wie Beton oder Diorite? Ich Quatsch. Clay. Ah, Silver Sandstone. Ah, gut. Silver Sand. Aber Clay ist auch noch in irgendeiner Kiste. Ich habe das irgendwo reingeschmissen. Ja, Kiste links hinten, Ja. sechs. Einmal grau und einmal rot. Ich sehe die Lehmziegel. Na genau, hier ist grau gebrannter Ton drin. Ja. Ah, das ist oben links, die vier, aber das müssen wir auch dann zusammennehmen, aneinander legen mit dem Klee, sonst sucht man sich ja um. Ja, Mann. Also wenn ich mir unsere Kiste so ansehe und das mal übertrage, dann weiß ich jetzt oder ich kann nachziehen, warum der Bau von BER so lange dauert. Ich glaube, trotzdem werden wir eher fertig. Ja. Mit was fertig? Mit dem. Mit dem hier bitte beliebiges Objekt einfügen. Mit dem in eckigen Klammern irgendwas. Genau. Ich geh noch mal ein bisschen Leben holen. Ja. Scheint ja der Map-Generator auch irgendwie mit zu generieren an einigen Stellen. Was genau? Leben oder? Ja, den gebrannten Lehm. Aber irgendwo war hier eine Ja, Höhle. genau. Ganz Wurde genau. dann auch Das ist auch schon. Teil von Itabil. Ja, genau, da in der Höhle, wo du bist, Naja, da war genau, die das, war wo ich komplett angefangen voll habe. irgendwie. Da ist auch ganz viel roter Lehm noch. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alle Esssachen, die natürlich sind, in einer Kiste. Yay! Ah, und so schön sortiert. Du musst mal bei mir Wie auf war das? Pandora Box kommen. Da habe ich mein Lager gebaut. Obwohl, auf meinem eigenen Server ist es noch viel krasser. Ich habe so viele Goldchests, man kann die gar nicht zählen.
Ein großes Lager ist immer ganz gut. Vor allem, wenn es ein automatisiertes ist, wo du dann einfach Sachen in die Kiste schmeißt. Der grindet dir das, der brennt dir das, der sortiert dir das ein. Ich habe eine Abfüllstelle, da lasse ich alles fallen. Sandcube, das saugt ein, dann geht es automatisch zum Grinder, zum Ingot. Wenn die Ingot voll ist, geht es automatisch weiter zur Autokräfter, der dann die Blöcke draus macht. Der Rest wird sauber verteilt für jede Baustein. Ich schmeiß wirklich nie was weg. Gut, so eine Autocrafter wäre natürlich auch nochmal eine Idee, ja. Ich schmeiß den Kram meistens dann so, dann, wenn es fertig gebrannt ist, in die Kisten rein. Ja. Beziehungsweise schmeißen. Da habe ich das ziemlich fies gemacht, ziemlich eng, aber es sieht halt krass aus. Also der Inder, der letztens bei mir gucken durfte, ist ausgeflippt. Okay, was mache ich jetzt? Irgendwie fühle ich mich arbeitslos. Ich mache mal eine Pause, ich nehme was zu mir in Real. AFK. In Real, ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Aber stimmt, so langsam könnten wir mal so Richtung eigene Unterkunft uns orientieren, oder? Na, können wir da eben, da wo ich gerade die Keller gerade gebaut habe, können wir mal gucken. Weil ich weiß nicht, was wir aus dem weißen Gebäude da machen wollen. Können wir da mal stattdessen Wohnkomplex hinbauen? Schön Wohnkomplex, und so fünfstöckiges Hochhaus und mit Dachterrasse. Genau. Genau. Können wir gleich in den Tourismus einsteigen? Da kann man bestimmt irgendwas Schönes hinbauen, oder? Na, auf meinen anderen beiden Servern, da habe ich richtig große Hotels gebaut. Ich glaube mal, das wäre hier ein bisschen overpowered. Naja. Aber eben, so ein kleineres Hotel, sage ich jetzt mal, so mit zwei Etagen, kann man durchaus bauen. Ist ja. Ich glaube, ich mache erstmal eine kleine Bauernhütte hier hin. Genau. Wo haben wir das Zeug? Irgendwo war doch eine Holzkiste. Hier war die Holzkiste. So, das brauchen wir. So. Standardfarmhaus so innen gespiegelt in ist, glaube ich, ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Wobei, so wirklich spiegeln müssen wir es ja gar nicht. Ne? Es muss ja hier. Es fängt halt hier irgendwo an. Ich würde es halt hier wirklich gerne irgendwie zwei vom Rand jeweils weg haben. Oh Gott, 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 Gott. Also, wir haben auf jeden Fall hier irgendwas. 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise... So. Ich mach mal den Walker wieder an. So. 1, 2, 3, 4, 5 und hier hin und dann 1, 2, 3, 4, 5. Eins versetzt. Wobei wir arbeiten mit Slabs. Wow. Die Kisten sind ja wirklich echt gut sortiert. Nice. Ja, schön geworden, ne? Oh. Ganz kurz wieder da. Ich muss mich nochmal abmelden. Ich muss noch die Wäsche aufhängen. Außen. Oh. Außentemperatur 35 Grad. Ach, du Grundgütiger. Ja, bei mir hier ist gerade bewölkt. Ist ein bisschen kühler. Dachte auch schon, weil eben 10 Uhr ist normalerweise immer die Zeit, wo bei mir die Sonne immer reinknallt. Weil ja, meine Zimmerlage ist relativ günstig, aber eben die Sonne hat mich heute ein bisschen verschont. Von daher, bei 35 Grad würde ich wahrscheinlich sterben. Dafür ist die Wäsche schnell trocken. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ja das mit der Wäsche ja auch vor allen Dingen von der Luftfeuchtigkeit abhängt. Naja, stimmt, wenn die Luft dann so extrem feucht ist, dann bringt das ja auch nichts. Eben. Willst du ein Muffin? Jam. Ja, Sabalov, wo ist denn hier die Eisenkiste? Jam. Genau.
Ach, au. Ey, ich suche gerade die ganze Zeit Eisen. Das Eisen ist noch im Ofen drinne. Wow. Gut, ich glaube, ich lasse das Eisen erstmal für euch und mache mir stattdessen über das Kupfer her und mache daraus Bronze. Ja, auf jeden Fall. Ich hasse ja diesen Schraubendreher, ne? Der ist so richtig schön. Vor allem, wenn du dich immer dran mit links klicken oder mit rechts klicken und dann machst du kurz eine Pause, machst du anderes und du kommst instant wieder durcheinander. Ja. Aber das Schöne ist, wenn du die Slabs direkt an die Kante von den aufgestellten Slabs ansetzt, richten die sich genauso aus. Ja. Das meinte ich auch vorhin, dass ich hier auf den Servern dieses Replacement-Tool hinzugefügt habe. Mhm. Da klickst du praktisch einen an und die restlichen, die du da mit platzierst, sind genau gleich ausgerichtet. Gerade für Dasher echt der Segen auf Erden. Weil Dasher würde ich immer verzweifeln. Naja, du setzt halt die Treppen nebeneinander, ne? Ja, nur gerade wenn du so mit überhängenden Dächern arbeitest, dann muss der praktisch immer vor dem Dach stehen. Und wenn du aber gerade auf dem Überhang bist, dann ja, ist das nicht immer so einfach. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist faszinierend. Ja. Ich habe ja gestern versehentlich eine Kirche gebaut, ne? Oha. Wo du sagst Dächer. Ich habe mit Dächern rumgespielt und dabei ist eine Kirche rausgekommen. Ups. Passiert. Das war ein Unfall. Das wollte ich nicht. Kohle lasse ich meistens tatsächlich irgendwie schon einfach liegen, weil brauchen wir ja nicht. Was? Verbrecher? Kohle brauchen wir nicht. Wofür brauchen wir Kohle? Wir müssen die ganze Kohle aus dem Erdreich abtragen, damit wir die schön in die Atmosphäre blasen können. Was denkst du denn? Ach, meinst du so wie RWE? Ja. Ja, wenn schon, ne? Das muss sich lohnen. Das ist schon kein Feinstaub mehr, das ist schon Grobstaub, ne? So, haben wir denn irgendwo eine Kiste mit Stein? Holz? Glaube nicht, weil wir davon bisher nur wenig hatten. Silbersand, Gravel, Sand. Ansonsten kannst du ja die Kiste, wo die ganzen Eisenbarren so drin sind, die einfach nach rechts verschieben und stattdessen praktisch Gestein dran machen, dann ist es so neben dem Sand gedünst. Das passt dann so thematisch. Ne, mir geht's eher darum, ja, dass ich welchen brauche. Achso, wie gesagt, Cobblestone habe ich mittlerweile über 100. Komm mal kurz mit dir. Oder du schmeißt in den Ofen, ne? Jo. Oder hast du von diesen von diesen Steinbricks noch welche? Nee, da habe ich tatsächlich alle verbraucht. Ich habe auch bloß noch einen gebrannten Stein in der Tasche. Aber sonst ist verbaut. Mir fehlen noch 6 Slabs für die Umrandung. Verdammt. Ja, nach Steine brennen geht das zum Glück relativ schnell. Ja, zum Glück. Das klingt aber böse. Das klingt nur so, das sind einfach nur Salzstangen. Na, ich sollte es ja empfindlicher einstellen. Ups, ich hab die Waffe weggeworfen. Ich wollte dir mein Cleanstone geben, die einzige, die ich in der Tasche habe. Ja. So. Ansonsten sind schon 17 im Ofen. Dirk, so. Such mal nach unten. Ja, vielen Dank. Da kann man doch was mit anfangen. Jo. Ja, ich mache ja praktisch diesen kleinen Tunnel, der hier, wo ich wieder,
dummerweise die Treppe reingebaut habe zuerst, den höhle ich jetzt richtig schon auf, und weil es halt haufenweise Ton und halt ja gleichzeitig auch für Steine eben. Hm, okay. Aber ist auch lustig in so einem Spiel irgendwie, dass dann plötzlich Cobblestone-Mangel herrscht, ne? Ja, ne? Es ist unvorstellbar. Der ganze Boden ist voller Stein und wir gucken, wo noch welcher über ist. So, das hat aber genau immer gereicht jetzt. Ich tue mich da immer echt schwer, wenn ich auf so einem Flachland bin, denn irgendwas zu finden, wo man sich einfach mal in die Tiefe buddeln kann, weil man immer die Angst hat, dass man dann damit gleich die gesamte Landschaft verschandelt und ja. Dann suchst du mal irgendwas, wo du dich so bis zu einkramen kannst, dass es eigentlich auffällt und sowas alles. Ja, das ist tatsächlich irgendwie, wenn man das nicht alles kaputt hauen will, immer so eine Sache. Ja, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Hallihallö. Und suche nach Arbeit. Da kannst du gleich mal meine übernehmen mit dem Tunnel bauen, weil ich bin gleich raus und dann mache ich erstmal eine Essenspause, weil mein Magen schreit nämlich auch schon mittlerweile rum. Das letzte Mal gegessen habe ich um 4 Uhr. Ist schon ein bisschen her. Jetzt, genau jetzt muss natürlich mir was vorschmatzen. Kommt man den Lehm nicht mal brennen? Doch, eigentlich schon. Ich guck mal ganz kurz. Hä? Stimmt. Nanu? Also, man bekommt Lehmklumpen aus und daraus kann man Lehm machen. Und mit dem kann man den gar nichts machen? Ist ja interessant. Na gut, die Back Clay Mod ist auch nicht installiert, ne? Nee. Ah, okay. Ja, genau. Halt also aus Lehmklumpen kannst du nur, wenn du die viermal anordnest, halt wieder diese Lehmblöcke machen. Oder wenn du die brennst. Und aus denen kannst du dann alles Mögliche machen, wie halt. Ziegel, ja, aber brennen kannst du sie ja nicht. Schüsseln. Also die Blöcke zumindest nicht. Gut. Ja, nee, genau. Kommt das in die Kiste oder nehme ich den grauen gebrannten mir da einfach raus? So, zack. Oh. Dwergen ist ein richtiger Dealer. Hey, willst du? Pst, pst, ey, willst du? Brauchst du? Pst, pst. Hey, willst du Melone kaufen? Völlig überteuerte? Na klar, immer gerne. Die gute Bio-Melone. Ja. So, Erde haben wir doch auch schon irgendwo gehabt, ne? Wo lagern wir eigentlich Koppel? Machen wir mal draußen. Also es gab eine Kiste irgendwie dafür. Ja, gibt, aber da ist nichts drin. Ihr seid zu schnell, ich bin zu langsam oder wie auch immer. Ach so. So, hallo, machen wir jetzt wieder da. Hallo? Jo, ja, IP-Wechsel hier. Passiert. So, alle 24 Stunden, ich habe keine Festnetz, also keine Feste. Ah, das wäre ja langweilig. Ist aber bei mir genauso, mein Server hier wechselt auch andauernd die IP, da muss man auch immer, also öfters mal aus der Liste raussuchen. Ist nicht ganz alle 24 Stunden, aber so alle paar Tage wechselt auch mal meine IP. Alle ist paar halt so. Tage. Na, ist die perfekte Zeitangabe. Ja, natürlich. Lieferung erfolgt in alle paar Tagen. Über Windows-Updates, ne? Ja. Wo das dann heißt, einen kleinen Augenblick bitte. Das kann einige Minuten dauern. Ja, die ersten 99% dauert ja auch nur einen kleinen Augenblick, aber... Ja, dabei ist nur Minute mit Stunde falsch übersetzt worden. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Also es ist wie im Englischen und Deutschen mit den Million und so, was da auch wurde. Was Million und Billion und sowas, naja.
Chain. Ja, ansonsten, wir sagen, es war kein Offline-Break. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr noch on, weil die Frage ist halt, ob ich denn danach, also ich würde jetzt erstmal was essen. Die Frage ist, ob ich denn danach wieder joine oder ob wir denn erstmal für die Woche erstmal, ja, bis zur nächsten Woche warten. Och, pff, ja. Ich mache das Haus jetzt noch fertig. Gucken wir mal, ne, was passiert. Ich werde oben auch nichts weiter ändern. Ich bin gerade am Treppe in die Mine bauen und ansonsten schaue ich, wenn du kommst, machen wir gemeinsam weiter. Ansonsten mache ich an dem Gebiet auch nichts in der Zeit bis Samstag. Gut, schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt erstmal Feierabend und dann schreiben wir uns im Chat wieder im Forums. Genau, Forumschat. Ja, in dem Sinne, ciao mit V, sowohl für meine Zuschauer als auch für euch. Tschüss. 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 Und Servus aus Thailand. 6 Stunden Stromausfall für, weil Gewitter ist. Meine Güte. Ja. Oh, jetzt ist es Server. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja, wenn, weil irgendwo halt die Leitung gerissen ist oder ein Trafo explodiert ist. Und man ist ja ziemlich flott hier beim Arbeiten. Du hast also dann einen Behälter mit Wasser, du hast die Kerzen bereitstehen und in solchem Fall heißt das dann einfach schlafen gehen. Naja, was willst du sonst machen, ne? Er fährt wohl die anderen Server auch wieder hoch. Genau, jetzt ist wieder alles auf. Ja, passt schon. Ist ja jetzt auch 3 Stunden irgendwie lang genug, würde ich sagen. Und dann ist Mumble auch wieder weg. Gut, da kann man nichts machen. Server ist down, Mumble ist down, alles ist down. Und dann ist es dann auch schon wieder da. Online, auch der Server, wo ihr jetzt gerade drauf seid, ist jetzt auch wieder für neue Spieler öffentlich. Ja. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Tü-tü. Alles klar. So, dann würde ich aber sagen, jetzt 3 Stunden reichen, dann mache ich dann auch mal Feierabend. Kein Problem. Ich werde noch gucken, was ich noch anstelle, aber war lustig soweit. Nächsten Samstag weiter. Ja, auf jeden Fall. Nächsten Samstag, 10 Uhr, geht's wieder los. 15 Uhr, ja. Ja, bei dir 15 Uhr, gut. Ist natürlich dann die Zeitverschiebung mit drin. Ja, alles klar. Dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.